So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Skyrim. Oh, unsere Mission ist es jetzt quasi Jahri, irgend so einen Schmuggler zu töten. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Guck mal, ein Walross. Das ist böse, wenn es uns sieht. Na gut. Na gut. Ach, guck mal. Guck mal. Ist immer noch hinter uns her. Scheint so egal. Egal. Wir gucken erstmal, was hier so alles abgeht. Okay, offensichtlich nichts. Hier draußen sieht alles nach tote Hose aus. Ja, hier ist recht öde. Na, dann gucken wir mal, was wir in dieser Höhle Schönes finden werden. Jede Menge tote Leute. Zumindest, wenn wir wieder rauskommen werden. So, ich glaube, ich nehme einen Bogen oder nehme ich die Armbrust? Ich glaube, ich nehme einen Bogen, das dürfte auch reichen. So stark sind die ja nicht. Zumindest schwächer als der Ladebildschirm. So, jetzt müssen wir erstmal herausfinden. Habe ich ihn nicht mehr getroffen. Hallo? Wer ist da? Jetzt ist Schluss. Ihr gewinnt, ich ergebe mich. Du brauchst dich. Nein! Ich wollte dich eigentlich noch durchsuchen. Aber ich wollte dir eigentlich mitteilen, dass du dich nicht ergeben brauchst. Du wirst oder so sterben. So, jetzt gucken wir mal. Ich muss also Jahri bezwingen. Die haben offensichtlich auch keinen Anteil abbekommen. Sehen nämlich ziemlich arm aus, die Kinders. Ah, eine Truhe haben wir hier schon mal. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Ja, warum nicht? Ich würde mal sagen, wir folgen diesem Weg hier. Da sehe ich einen. Ich sah einen. Nein, das da vorne ist keiner. So, zumindest haben wir jetzt eine Wache weniger. Es bewegt er sich, der kann natürlich nicht schießen. Okay, der entfernt sich, also. Hat keiner gehört, ist gut. Nee, ich kann da oben keinen erkennen, beim besten Willen nicht. Ach, hier geht's also noch hoch. Ja, man muss ja immer alle, bei einem Diebesversteck sollte man ja möglichst alle Verstecke ausleuchten. Man weiß ja nicht, wo die alles ihren wertvollen Kram verstecken.
Gut, ich glaube, hier oben war es dann. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Na, komm, nicht festhängen. So, hier sneak ich aber auch lieber lang. Hier hinten muss irgendwas sein, sonst wäre diese Brücke hier total schwachsinnig mit der Wache hier. Ah, wie gesagt, von hier kann ich es nicht erkennen. Boah, hier haben wir jede Menge Wein. Allerdings ist Wein schwer und ich bin ein Nichttrinker, also kann man es nicht gebrauchen. Okay, offensichtlich. Veredelter Mondstein, okay. Ich muss mal gerade gucken, ob hier nicht irgendetwas in der Nähe wäre. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Okay. Bevor wir jetzt weiter rumspinnen und die uns noch entdecken, gucken wir erstmal weiter, was wir finden. Vielleicht ist doch überhaupt nichts im Wasser. Ich hoffe mal, dass da keiner hin jetzt rauskommen wird. Da ist er. Ach, komm, das ist doch Bullshit. Jetzt habe ich ihn verfehlt. Da bleibt er stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Uh-oh. Ach du Scheiße, sind das viele. Da sind sie alle. Da oben und da. Boah, ich kann's kaum erkennen. Aber ich glaube, da ist einer. Da war auch einer. Ich hab's genau gesehen. Aber die wissen nicht, wo ich bin, das ist gut. Boah, ist das hier schwierig, wenn man nichts sieht. Ich klebe mit meinen Augen schon förmlich jetzt an meinem Bildschirm. So, da oben ist keiner mehr. Können wir mal einen Tick näher rangehen. Da ist einer. Da ist einer. Boah, wir hängen zu nah dran. Ach, auch gut. Dann bleibt halt eben zuerst der da oben dran. Umso mehr Leute wir ausschalten können, desto besser für uns. Ja, klar. Fliegende Pfeile. Sowas ist wohl immer eine Einbildung. So, dann wird jetzt als nächster der hier dran glauben müssen. Ich hoffe, ich erwische den von hier. Lebt er noch? Weiß ich gerade gar nicht. Scheint nicht so. Ist gut. Den könnte ich von hier noch wegkriegen. Jetzt müsste eigentlich nur noch Jare fehlen, oder? Ups, der ging daneben. Okay, wir müssen jetzt nicht noch deutlicher machen.
Die wissen kaum, wo wir sind, na soll auch so bleiben. Ich werde wohl etwas nervös. Ach, der ist jetzt direkt über uns. Hier war doch mal ein roter Punkt vorhin, oder ist der jetzt tot, dieser rote Punkt? Gucken wir mal gerade. Okay, es ist gerade keiner drauf angesprungen. Dann können wir davon ausgehen, dass da eventuell keiner mehr ist. Falls doch, speichern wir mal. Jetzt, wo wir die schon mal alle weggesneakt haben. Da ist Jare. Schade, hätte ja klappen können, die mitten in den Lauf zu schießen. Nochmal. Treffer. Schade. Ich will nicht meinen Bogen an dir verschwenden. Wenn es sein muss. Ach Gott, da ist auch noch ein Captain da. Macht euch bereit zu sterben. Solange wir keinen Schaden kriegen, ist gut. Genug, genug, ich ergebe mich. Nicht runterfallen. Ah, na gut. Dietrich, Gold. Der hat sowas dabei. So, jetzt scheinen aber alle tot zu sein, oder? Boah, diesen Kapitän, der hat sich auch nicht aufmerksam auf sich machen lassen. Ist ja ein mieser Hund. So, jetzt müssen wir selbstverständlich erstmal gucken. Ah, hier, oh ja, hier haben wir zwei weggebämst. Ah, oh, hier ist Twiki. Hier hätte man aufpassen sollen. Okay, aber hier scheint auch noch. Mal gucken, vielleicht hier oben hat was Wertvolles. Ja, hier sieht was Wertvoller aus. Gucken wir mal, was haben wir denn in dieser Eisläufertruhe? Dietriche, Gold, Kö. Gerne, gerne. Hey, das nehme ich doch gerne an mich. Kein Thema. Puh, das sieht immer gut aus. Was war das? So, jetzt ist aber mal Schluss mit den Spielchen. Ist hier noch einer oder ist hier keiner mehr? Ein Lehrbuch, dachte ich mir doch. Liegt an einer Schmiede, so ein Zufall. Ja, der scheint ja wohl nur irgendwelchen Bullshit zu schmieden. Mehr haben die nicht hier? Ist das so arme? Okay, hier haben die Pfeil und Bogen für Eindringlinge wie mich. So. Ach, guck mal, ich geht's hier runter. Was? Hä? Moment.
Was haben wir denn hier Schönes? Ei, wie mies. Das nehme ich doch noch mit. Kommt gar nicht in die Tüte, dass wir weggehen, ohne das hier mitzunehmen. Ich wusste doch, bei solchen Grotten liegt immer noch irgendetwas auf dem Boden. Oder irgendwas Wertvolles ist hier noch versteckelt. Leider weiß ich gerade nicht, wie ich die Truhe aufkriegen sollte. Da wird uns wahrscheinlich noch einiges drauf gehen. Aber Leute, das müssen wir halt eben leider rausfinden. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal einen Glückstreffer. Hier auch nicht. Gucken wir einfach mal weiter gucken. Boah. Obwohl, langsam mache ich mir Sorgen. Die kriegen wir noch offen, Leute. Keine Sorge, die kriege ich noch auf. Kommt gar nicht in Frage, dass wir ohne Truhe hier überhaupt weggehen werden. Ja. Tja, von mir ist, wenn wir halt eben am Ende Null haben. Wenn wir es halt eben hier Millimeter für Millimeter vorkämpfen müssen. Dann erwarte ich jetzt aber auch, dass hier was Gescheites drin ist. Jetzt könnte ich mal ein paar Schlossknackerkünste gebrauchen. Da ist es! Ha! Jetzt weiß ich wenigstens den Anlauf ungefähr. Okay, muss weiter in die Richtung. Offen, juhu. Dietrich, Gold, Furcht. Okay, naja. Naja. Ach, Captain ist hier. Schlüssel zu Hackras Truhe. Wo sind die? Das war die wahrscheinlich gerade eben. Machen wir jetzt mal Folgendes. Nicht, dass hier noch irgendwo eine trickreiche Truhe ist. Eieiei. Ne, aber hier sieht nicht so aus. Dann kann man hier wieder rauskommen. Können wir jetzt hier rüber gehen? Meinst du, wir sollten nochmal hier hinten reingucken? Ja, komm, gucken wir nochmal hier vorbei. Eieiei, das hätten wir fast außer Acht gelassen, Leute. Ich hatte mich schon fast dazu entschlossen, dass wir hier wieder weggehen werden. Würde ich sagen, Glück gehabt. Dann haben wir noch einen Goldbarren gefunden. Ajo.
Dann kommen wir hier wieder raus. Okay, ist in Ordnung. Haben wir noch ein bisschen was gefunden. Kann man sich jetzt nicht mehr beschweren, dass wir da nicht lang gegangen sind. Ach, guck mal. Ich hoffe, was übersehen. Sorry. Huch. Das ist die Kl das ist das Klo. Ikit, 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 ikit. Pfui, Deivel. Die Toilette ist das. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Nee, in die andere Richtung. Oder? Nee, da muss ich lang, genau. Nee, 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 ich muss in die Richtung muss ich doch. Ja, in die Richtung war es hier. Verlaufe ich mich ja noch selber. Aber wir haben alle platt gemacht und keiner hat uns auch nur ein bisschen Schaden zufügen können. Das ist doch mal grandios. Bärenpelz? Natürlich nehme ich Bärenpelz mit. Wenn wir mal Bärenpelz knapp haben, müssen wir ja gewaffnet sein. Oh, da ist auch noch ein Schiff. Ach, guck mal, noch eine Truhe. Das sieht so aus, als ob man hier drauf laufen könnte. Und dann quasi hier wieder reinfällt, okay. Ach Junge, jetzt habe ich mich ja schon wieder verschwommen. Gibt's doch gar nicht. So, gehen wir jetzt mal endlich hier raus. Mal vorher gucken, was muss man eigentlich machen? Das machen wir jetzt mal hier. Kopfgeld, wo wir haben. Ich will das Kopfgeld. Leichen schwimmen noch alle im Wasser. Wir haben jetzt... Oh, 3501 Gold. Davon kann man doch mal ein bisschen Holz kaufen, oder? Oder wer ist da anderer Meinung? Ich glaube, niemand. So, Leute, das war's jetzt auch schon wieder, Leute, mit dieser Folge. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Tschüss!